Wird schon sein. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen in unserem Friday Morning Livestream sozusagen. Dieses Mal in eigener Sache. Wir wollen euch einen Ausblick geben zu unserer kommenden Printmagazin-Nummer. Und mit mir sind heute die beiden Magazin-Chefredakteure Elisabeth Hofer und Andreas Danzer. Eli, Andi, danke fürs Dabeisein. Ihr werdet uns jetzt gleich durch die Magazinnummer führen, uns erklären, was auf uns zukommt. Die Magazinnummer wird erscheinen nächste Woche am 28. Mai und ich bin schon super gespannt, was da alles so an Geschichten drinnen sind. Vielleicht, um ein bisschen den breiteren Kontext zu geben, noch von meiner Seite einleitend, wieso machen wir Print? Es ist die Antwort eigentlich ganz klar, es ist ein sehr gefragtes Format. Wir kriegen viele Anfragen, wann die nächste Nummer rauskommt. Es ist sicherlich ein Produkt, das sehr hintergründig ist, das tiefgreifend ist, das länger auf den Tischen liegen bleibt mit längeren Lesezeiten, das dann in Coworking Spaces gerne aufliegen bleibt, es ausgetauscht wird oder auf der Gründerzentren bei den Startups, überall, wo wir es bei den Events verteilen, sehr gezielt in unserer Community. Inhaltlich ist es so, dass wir uns immer ein Thema herauspicken und näher beleuchten. Es gibt quasi ein Leading Topic pro Magazinnummer. Und dazu kommt noch, dass wir als Broadcasten auch in einer Phase sind, wo wir uns konsequent weiterentwickeln wollen, wo wir auch redaktionell breiter und tiefer werden wollen und den Kontext, in dem sich die Startups bewegen, stärker mitnehmen wollen. Also es geht uns da insbesondere um die Themen Entrepreneurship, Unternehmertum, in Österreich stärker voranzutreiben, Mut zu machen, eine Bühne zu bieten, Aufklärung zu schaffen. Es geht um die innovative und digitale Wirtschaft. Es geht um die Technologie. Und es geht uns natürlich um die damit verbundene gesellschaftspolitische zukunftsweisende Themen, die wir gemeinsam werden lösen müssen in der Zukunft, bei allen Chancen, die sich anbieten, sozusagen auch die Herausforderungen gemeinsam anpacken. Und auch für diese Themen wollen wir auf dem Broadcasten eine richtige, proaktive Bühne bieten, gemeinsam gestalten, gemeinsam sich mit diesen Themen beschäftigen. Das wird auch sozusagen im Magazin so sein, ist quasi diese Kontexterweiterung voll schon dabei. Insofern bin ich wirklich schon gespannt, um was es da gehen wird. Das große Thema, bevor wir inhaltlich einsteigen mit euch, wirklich das Inhaltsverzeichnis durchzudeklinieren bzw. uns damit zu beschäftigen. Das große Thema wird sein Energie, Transformation im Energiebereich, Digitalisierung im Energiebereich. Aber auch die Themen sozusagen wie die Umwelt und Menschen dadurch durch diese Entwicklung der Digitalisierung, der Transformation in diesem Zusammenhang beeinflusst werden. Wieso das Thema Energie? Wir haben mit unseren Partnern in den letzten Monaten sehr eng in dem Thema zusammengearbeitet und viel gelernt und unsere Expertise aufgebaut und wollen daraus quasi digital einen Schwerpunkt setzen, aber auch in dieser Printnummer. Und wir finden auch, dass Energie ein absolutes Impact-Thema ist. Ganz wichtig für unseren Planeten, mit vielen, vielen Auswirkungen, Implikationen. Wir begleiten zum Beispiel aktuell ein super Inkubatorprogramm des Klimafonds, Green Start, haben dort 10 Startups kennengelernt, die diese Ideen aus dem Sektor haben. Das sind wirkliche Impact-Projekte, die unser Planet weiterbringen, die unser Leben weiterbringen, unser Zusammenleben weiterbringen. Ich habe einen persönlichen Bezug auch zum Thema. In den Entwicklungsländern ist das natürlich ein Existenzthema. Da gibt es Leute, die ihr Handy aufladen gehen müssen, eine Stunde weg und fast ihr ganzes Vermögen dafür zahlen müssen, in irgendeinem Restaurant oder Bar dieses Handy aufzuladen. Haben keine Kühlschränke, damit verbundene Hygienethemen, müssen mit der Kohle in der Küche kochen. Also da gibt es wirkliche Impact-Themen, deswegen haben wir dem Thema Energie einen wirklichen Schwerpunkt gewidmet, haben mit unseren Partnern von Wien Energie, Energie Steiermark, Salzburg AG, Verbund auch, Klimafonds viel gelernt und haben daraus, glaube ich, eine wirklich coole Nummer gemacht. Jetzt würde ich Andi und Elias dabei belassen aus meiner Seite und euch bitten, das Mikrofon zu übernehmen und uns da durchzuführen durch die Magazinnummer. Alles klar, ja, vielen Dank. Was uns, das möchte ich nur am Anfang dazu sagen, ganz wichtig war bei dieser Magazinnummer, ist, dass wir uns ganz stark mit der Digitalisierung in diesen drei Bereichen beschäftigt haben, Energie, Umwelt und Menschen. Und dass uns aber aufgefallen ist, dass Digitalisierung vor allem innerhalb dieser Blase, in der wir, also speziell wir uns ja bewegen, immer als geil und super und großartig dargestellt wird. Und das ist es auch. Und es gibt ganz viele Chancen. Aber es gibt auch ganz viele Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Ja? Vor allem im Bereich Menschen, aber dazu dann später. Und wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, uns all diesen Herausforderungen zu stellen und über diese Herausforderungen zu reden, weil Digitalisierung macht manchen Menschen Angst. Das ist Veränderung und die macht immer Angst.
Und wir glauben, es ist ganz wichtig, darüber zu reden. Und das haben wir eben in diesen drei Bereichen getan. Und es geht eben los mit der Energiebranche. Dazu haben wir einen sehr ausführlichen Artikel von unserem Kollegen Kamil Kowalczyk, der sich die ganzen Trendveränderungen, die neuen Trends angeschaut hat in der Energiebranche. Was insofern spannend ist, weil das ja eine Branche ist, die recht lange Investitionszyklen hat, die stark mit der Politik verbunden ist und wo es einfach unterschiedliche Machtgefüge gibt, die sich aber jetzt gerade verändern, also wo es einfach auch eine Machtverschiebung von den großen Konzernen hin zu den Kunden gibt, die jetzt dann langsam selbst anfangen, Energie zu erzeugen und sie selbst mit Energie zu versorgen. Ja. Und die großen Konzerne sind dabei, Wege zu finden, wie sie damit umgehen lernen und wie sie quasi am Ball bleiben und haben dazu, auch dazu gibt es einen Artikel von Dominik Balacki, haben dazu verschiedene Akzeleratorenprogramme ins Leben gerufen. Also es fällt wirklich auf, dass ganz viele Großkonzerne jetzt bewusst anfangen, mit Startups zusammenzuarbeiten, um einfach so am Ball der Digitalisierung zu bleiben. Genau, ein wichtiges Stichwort bei dem ganzen Energiethema ist ja immer wieder Big Data. Dazu hat Dominik Balacki sehr ausführlich mit Evelyn Steinberger-Kern gesprochen, die ja wirklich eine Expertin in diesem Bereich ist und einfach im Interview die Chancen und Möglichkeiten für den Energiesektor im Kontext Big Data mit aufzeigt. Genau, Andi, du, glaube ich, magst auch noch was erzählen. Genau, also hallo auch von meiner Seite, danke für meine wunderbaren Kollegen für diese schöne Einleitung. Womit wir uns, Thema Energiekonzerne, da gibt es eine Technologie, die versucht oder verspricht, Energiekonzerne komplett auszuhebeln sozusagen. Es ist die Blockchain. Und die Blockchain-Technologie ist sehr komplex und es kursiert wirklich viel, sozusagen gefährliches Halbwissen zu diesem Thema. Darum hat sich der Matthias Auer hat sich das sehr genau angeschaut und wirklich schön aufgeschlüsselt, was die Blockchain ist, was die Blockchain macht. Und auf diesen vier Seiten kann man echt wirklich viel über dieses sehr, sehr schwierige Thema lernen. Und beim Thema Energie spielt natürlich Fortbewegung auch eine sehr große Rolle. Da haben wir uns mit der E-Mobility beschäftigt. Elektroautos werden immer mehr, langsam fangen politische Initiativen anzugreifen und Teslas und wie sie alle heißen, werden immer beliebter am Markt. Und wir haben uns auch die Technologie dahinter angesehen und im Prinzip, was das E-Auto und die E-Mobilität für uns heißt, für unsere Fortbewegung heißt. Und schlussendlich spielt diese E-Technologie eine große Rolle für unsere Umwelt. Und sind das jetzt besser als Diesel- oder Benzinmotoren? Das wird es alles in dieser Ausgabe zu erfahren geben. Und Umwelt ist jetzt im Prinzip das nächste Stichwort für unser zweites großes Thema. Und wie es die Elle schon gesagt hat, die Digitalisierung ist geil und super und hat natürlich auch andere Seiten. Sprich, vielleicht müssen Mitarbeiter nicht mehr so viel reisen, weil es Skype gibt oder etliche andere Videokonferenzprodukte. Aber es bedarf irrsinnig viel Energie. Und irgendwo müssen diese Datenzentren stehen und irgendwo müssen diese Datenzentren ihre Energie herbekommen. Und wir haben uns damit mit dem WWF unterhalten, mit Greenpeace, haben uns auch selbst sehr genau angeschaut, welche Auswirkungen eigentlich dieser Energiebedarf für die Umwelt hat. Und Digitalisierung kommt schlichtweg nicht ohne Konfliktstoffe aus. Da hat der Thomas Keißl vom WWF sehr, sehr interessante Aussagen dazu gemacht. Und es weiß ja jeder selbst, Handys werden regelmäßig gewechselt, Laptops werden regelmäßig gewechselt, iPads, was es alles gibt. Und das erzeugt irrsinnig viel Elektroschrott. Der ist schwer zu recyceln, schwer zu verwerten und irgendwo muss der hin. Hat uns von der Herausforderungsseite und sozusagen die Challenge der Digitalisierung hat uns sehr interessiert und ist auch wirklich sehr aufschlussreich, was da alles auf uns zukommt, auch auf die Umwelt zukommt. Weiters haben wir uns beim Thema Umwelt mit der Landwirtschaft beschäftigt. Da tut sich auch einiges. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von selbstfahrenden Traktoren. Und in Österreich gibt es ja dieses sehr beliebte Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Und diese hochtechnologischen Produkte sorgen doch noch ein bisschen für Scheu in Österreich. Da hat sich die Sarah Grasl hat einen wunderbaren Artikel dazu geschrieben, der auch sehr, sehr lesenswert ist und auch was sich in der Landwirtschaft mit Digitalisierung tut. Und ein sehr schönes Anwendungsbeispiel haben wir in Sachen Digitalisierung haben wir uns auch noch herausgepickt. Da geht es um ein Startup aus Montenegro, das dritte Startup dieses Landes überhaupt. Und weil es dort wenig Möglichkeiten gegeben hat, ihre Software umzusetzen, sind sie nach Österreich gekommen. Und zwar haben die ein Monitoring-System für Bienenstöcke entwickelt. Das klingt jetzt vielleicht noch, naja, aber die helfen dabei, echt Bienen besser zu verstehen und dem Bienensterben entgegenzuwirken. Und es hat möglicherweise der Albert Einstein schon gesagt, es ist nicht ganz fix, ob er es wirklich war oder nicht, aber wenn die Bienen aussterben, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Und Bienen sind außerdem einfach echt richtig, richtig cool. Also ist es sehr, sehr willkommen, dass da jemand diesen kleinen Insekten annimmt und schaut, dass auch wir Menschen weiterhin überleben. Und jetzt Stichwort Mensch, darf ich wieder an meine wunderbare Kollegin, die Elisabeth, übergeben. Genau, habe ich vorher schon gesagt, im dritten Kapitel haben wir uns mit dem Thema Menschen befasst und Menschen fasst eigentlich ein paar Bereiche zusammen. Ja. Das ist einerseits die gesellschaftspolitische Auswirkung der Digitalisierung und andererseits spielen da Sachen mit rein wie der Gesundheitsbereich, der ganze Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Genau, und wir haben uns eben vor allem mit den Ängsten und Herausforderungen der Menschen in dem Bereich auseinandergesetzt. Und das ist nun mal so, dass durch die zunehmende Automatisierung, durch immer ausgeklügeltere Roboter, Arbeitsplätze gefährdet sind. Dazu gibt es eine wunderbare Geschichte von Matthias Auer, der sich angeschaut hat, was da am Arbeitsmarkt auf uns zukommt. Und dazu gibt es auch noch eine quasi Fortsetzungsgeschichte, in der es darum geht, dass im Silicon Valley, also eigentlich im Tal der Hochleister, kann man auch sagen, plötzlich Stimmen laut werden, die ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern. Eben aus genau diesem Grund, dass das eine mögliche Antwort wäre auf die zunehmende Automatisierung und die Folgen auf den Arbeitsmarkt. Wir haben auch versucht, im Rahmen einer Analyse uns anzuschauen, was in Österreich jetzt konkret mögliche Lösungsansätze wären. Wir haben versucht zu analysieren, ob eine Maschinensteuer eine Antwort wäre auf diese Herausforderungen der Digitalisierung und was das andererseits aber auch für die Innovationen und für Österreich als Wirtschaftsstandort bedeuten würde. Außerdem, eben wie ich schon angesprochen habe, der Gesundheits- oder auch der Pflegebereich spielt im Kapitel Menschen eine große Rolle. Dazu gibt es einen Artikel von Wolfgang Drucker, der wirklich sehr spannend ist und aufzeigt, was für Chancen durch die Digitalisierung im Pflegemarkt auf uns zukommen. Was ganz lustig ist, weil der Pflegemarkt bisher ein recht wenig digitalisierter Bereich war und hinter dem aber ein großer Markt und große finanzielle Chancen stecken und wo jetzt eben Startups begonnen haben, sich dem wirklich anzunehmen und da wirklich für Bedürftige, Pflegebedürftige, aber ihre Angehörigen ein großes Potenzial dahinter steckt. Und das Gleiche gilt letztlich auch für den medizinischen Bereich, wo wir uns angeschaut haben, wie neue Technologien, speziell Virtual und Artificial und Augmented Reality, da eine Rolle spielen können. Also wie zum Beispiel bei komplizierten Operationen man mit Augmented Reality arbeiten kann und so für den Patienten oder die Patientin viel schonendere Wege finden kann. Oder ganz spannend in der Psychotherapie, also in der Konfrontationstherapie von der Angststörungen. Darf das am Andi demonstrieren? Der Andi hat wahnsinnige Angst vor Spinnen und früher. Sie vor Schlangen, nicht vor Spinnen. Vor Schlangen. Und früher musste der Therapeut und Therapeutin dann mit dem Andi in den Zoo gehen und ihm die Schlange zeigen. Und mit Augmented Reality ist es jetzt möglich, dem Andi eine Schlange über die Hand klettern zu lassen. Und so in einem geschützten Rahmen neue Therapiemöglichkeiten entstehen zu lassen. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, was sie da tut, welche Möglichkeiten sie da durch die Digitalisierung auftun in dem Bereich. Genau, das ist so unser Inhalt.
Okay, super. Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Wir haben bisher, das haben wir so schön aufgelegt auf den Tisch, 4 Magazinnummern gemacht, gestartet, glaube ich, vor 1,5 Jahren in 2015 mit unserer ersten Nummer. Dann haben wir auf dem Titel gehabt den Florian Gschwantner für unsere zweite Nummer. Die dritte ist die Silvia Dell'Antonio von Willhaben, eine Top-Managerin in dem Bereich. Und die letzte Nummer hat sich sehr stark mit dem Thema Corporate Innovation beschäftigt. Und jetzt geht es uns eben darum, auch noch einmal den Kontext, wie gesagt, in dem sich die Startups bewegen, zu erweitern, uns redaktionell weiterzuentwickeln, tiefer breiter zu werden, die Digitalisierungsthemen stärker mitzunehmen, innovationsgetriebene digitale Wirtschaft, die Technologien und zukunftsweisende gesellschaftspolitische Themen. Ja, ich glaube, das ist unsere redaktionelle Pflichtaufgabe, und jetzt glaube ich, sind wir mit dieser Magazinnummer, glaube ich, haben wir wirklich ein super Produkt gelandet. Ich bin schon sehr gespannt auf das und freue mich, wenn wir dann, wir kriegen es wahrscheinlich schon am Montag aus der Druckerei, seit Mittwoch ist es im Druck, aber ihr kriegt es dann am 28. Mai. Es wird auch einen E-Reader, E-Paper geben dazu, das werden wir dann auch noch veröffentlichen. Das war's für heute. Wir wollten euch einfach sozusagen unseren nächsten Magazin präsentieren. Vielleicht kann man abschließend noch sagen, was sind sonst so für Themen, die uns gerade beschäftigen, die wir vielleicht heuer auf der Agenda haben, wo wir noch einmal stärker hineingehen werden. Wir werden sicherlich versuchen, diese Videoformate weiterzuentwickeln, also Formate daraus zu entwickeln wie Roundtables, das haben wir schon herumprobiert, werden wir jetzt noch stärker, viel stärker ausbauen. Ist ein Format, das, glaube ich, sehr gut ankommt, aber Luft nach oben haben wir Ende nie, und diese Luft nach oben wollen wir nutzen und besser werden. Wir werden unsere Jobinitiativen, Jobplattformen und dazugehörende Find Your Co-Founder-Plattform stark digitalisieren und heuer ausbauen. Wir werden den Fokus auf die Bundesländer heuer viel stärker setzen. Da tut sich extrem viel. Linz, Paradebeispiel mit der Tabakfabrik, aber genauso Graz, genauso Innsbruck, genauso Salzburg und andere Bundesländer, da wollen wir hin. Wir wollen dort stärker präsent sein. Und wir wollen natürlich auch die ersten Expansionsschritte Richtung CEE machen. Da reden wir mit tollen Partnern aus dem Bereich. Ist ein bisschen mein Background übrigens. Ich bin halb Montenegrin, habe gar nicht gewusst, dass der Startup aus Montenegro ist mit den Bienen. Die muss ich kennenlernen irgendwie. Also da sind so die Schwerpunkte, die heuer auf uns zukommen, nebst dem laufenden Geschäft, in dem wir hart daran arbeiten, immer besser zu werden. Das war's für heute. Ich glaube, das war eine spannende Diskussion. Ich habe noch nicht die Artikel gelesen, war nicht möglich, zeitlich das jetzt zu tun, und freue mich dann auf die Wochenendlektüre nächste Woche. Danke euch für die Erklärungen, danke euch fürs Dabeisein. Wir haben niemanden hinter der Kamera, deswegen wissen wir nicht ganz genau, ob das alles gut funktioniert hat. Jetzt kann ich Andi dich noch einmal bitten, hinter die Kamera zu gehen und das auszuschalten. Das war's für heute. Bis zur nächsten Woche. Danke und tschüss. Tschüss.